Oh, Scheiße. Tja, keine Blutung, aber nee, macht nix. Verursacht 13 Schaden, Rückstoß in die hintere Reihe, 8 Schaden für jedes durchlaufende Feld.
Natürlich hat er wieder kein Damage. Oh, was eine Scheiße. Wir hätten das Vieh fertig machen können. Itze aber. Was ein krasser Fight. Was ein krasser, krasser Fight. Segen verleihen sofortige Boni oder halten während des gesamten nächsten Reichs. Alle Käufe bei Händlern kosten 30% weniger Gold. Erhöht maximale Vorräte um 3. Du erhältst 250 Gold, du erhältst 5 Vorräte. Nehmen wir mal an, wir würden jetzt mit unseren 500 Gold zum Händler gehen. Da könnten wir Sachen für 650 circa kaufen. 30% sind 18. Sind 195. Die wir einsparen würden. Bei 700 würden wir 210 einsparen. Könnten wir uns auch noch. Aber trotzdem. 5 Vorräte und die 250 Gold, das ist schon. Ist schon eine Menge Holz. Wesentlich mehr, als wir bei Händlern einsparen könnten. Und die maximalen Vorräte um 3 zu erhöhen, ist Quatsch. Dort kommen wir in die Region, kommen wir eh nicht ran. Gegner sind resistent gegen physischen Schaden. Gruppe verliert beim Betreten des Reichs 15% ihrer aktuellen TP. Gegner sind resistent gegen Chaosschaden. Keine Lagerplatzknoten. Gruppe hat minus 4 Feuerresistenzknoten, haben die Chance verschleiert zu sein. Lagerplatzknoten. Was sind Lagerplatzknoten? Diese komischen Karten oder was? Das wäre ja nicht ganz so schlimm. Mal 13 Knoten oder 13 Events würden 32 Dings kriegen. 32 Gedingse. Ich gehe mal kurz Pipi machen, Licht anmachen. Und dann gucken wir mal hier weiter.
Tü Also Lagerplatz ist das dann nicht hier.